Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute gibt es nicht nur die neuen MacBook Pros, sondern auch die neuen AirPods, die ganz normalen drahtlosen AirPods von Apple. Dieses Mal direkt in der dritten Generation, ich weiß gar nicht, ob Apple das draufschreibt, kosten 200 Euro, damit mehr als die Vorgänger. Hülle des Case ist auch MagSafe ladbar, also das drahtlose Magnetladeding, was ja auch die iPhone 12er und 13er können. Und der Unterschied zu den Vorgängern sind ein bisschen kleiner, das Design sieht ein bisschen anders aus und dafür sollen sie jetzt auch deutlich besser klingen. Was sie nicht haben werden, ist, das sind keine In-Ear-Dinger, das ist, freut viele. Und sie haben aber dafür auch kein ANC, kein Noise Cancelling, wie halt die Pro. Aber das können wir uns gleich noch angucken. Wir stürzen uns jetzt erstmal auf die neuen. Wer sich jetzt fragt, es gibt doch bestimmt endlich Farbe. Apple hat die Farben erfunden. Nein, nach wie vor leider nur weiß. Ich meine, wenn es irgendwo was gibt mit weiß bei Apple, dann ja wohl immer die Kopfhörer, ne? Wo man sie ja, daran soll man sie erkennen. Design bei Apple in California. Was gibt es zusätzlich zu den AirPods? Wir bekommen eine Anleitung, wie man es koppelt mit einem Tablet, mit einem Smartphone. Drauf iPhone daneben halten, das Zeug aufklappen und dann sollte es schon aufpoppen. Wenn nicht, oder ist man ganz normal, es sind ja auch noch ganz normale Bluetooth-Kopfhörer. Bluetooth-Pairing aufmachen, Rückseitentaste drücken, bis es blinkt und dann können sich auch andere Geräte damit verbinden. Tastaturkommandos werden einmal erklärt, dann wie man es laden soll mit MagSafe oder per Stromkabel. Hier an dieser Stelle das Lightning, ne? Lass mal gucken, aber erst noch das andere. Gibt es Aufkleber? Nein. Zu diesem Zubehörprodukt gibt es keine Aufkleber dazu. Dann die Hülle selber. So, komm mal raus. Na. Da kommt jetzt nichts mehr, aber das ist noch nicht alles, denn es gibt kein Ladegerät, aber ein Stromkabel gibt es dazu. Und zwar USB-C auf Lightning gibt es wahrscheinlich ein Meterchen. So, ansonsten gibt es in der Hülle nichts mehr. Case ganz gewohnt, wie wir es kennen. Rückseite, da ist die Taste zum Drücken fürs Bluetooth verbinden. Ganz kurzer Vergleich mit meinen gut im Einsatz gewesenen AirPods Pro Case. Das ist nochmal größer. Haben die normalen AirPods halt den Vorteil, kleineres Case, wobei auch das ja bequem in die Hosentasche passt. Unten dann der Lightning-Anschluss. Naja, und wie gesagt, MagSafe klappt auch. Jetzt holen wir direkt mal ein Telefon raus, beziehungsweise nicht irgendein Telefon. Wir wollen jetzt ja den Effekt haben mit einem Apple-Gerät. Könnte jetzt natürlich auch ein iPad sein. Wir klappen es auf. Es fängt an zu blinken und wie durch Zauberhand, tada, machen Sie ein Software-Update. Echt jetzt? Na super. Gut, normalerweise, wenn das jetzt up-to-date gewesen wäre und ich hier nicht noch 15.1 ziehen müsste mit 1,44 GB, würde es da normal jetzt auftauen. In diesem Sinne, wir unterbrechen dieses Video für eine kurze Pause, für ein kurzes Update. Naja, okay, spontane Planänderung. Aber das führt jetzt auch dazu, ich bin jetzt gerade draußen mit den neuen AirPod 3ern und wir können auch mal die Mikrofonaufnahmequalität testen. Denn ich muss das Update machen. Ich muss aber jetzt auch zur Bahn, zum Zug. Habe natürlich alle meine Tickets auf dem iPhone gehabt. Und kriege ich alles noch hin. Aber jetzt konnte ich draußen damit rumlaufen, die ausprobieren. Der Klang ist schön. Natürlich, als jemand, der oft die AirPod Pros mit In-Ear, man kriegt deutlich mehr mit. Trotzdem sind die dadurch so laut, dass es gut dagegen, gegensteuern kann. Man bekommt aber auch deutlich mehr von der Umgebung mit. Das Tragen im Ohr, bisher angenehm, auch die Bedienung da. Wobei, wenn ich jetzt da was, einrichten war ganz einfach, aufklappen, dann war die Verbindung da. Ich habe jetzt dieses 3D-Kopftracking und sowas, habe ich auch ausprobiert, haut alles hin. Der erste Eindruck, es klingt schon gut, aber auf der anderen Seite 200 Euro, die müssen gut klingen. Da muss jetzt gleich die Akkulaufzeit gut sein. Da ist jetzt hoffentlich die Audioaufnahmequalität übers Mikrofon auch vernünftig. Und wie die Dinger dann abschneiden, wie auch der Vergleich zu den Pros sein wird, gibt mir da so ein bisschen, und ich sage es ja immer wieder, auch wenn gerade die Händler die alten Pros aus dem Programm genommen hat, jetzt Apple halt die neuen Pros, beziehungsweise nicht neu, das nur das Case hat jetzt auch MagSafe, da ein bisschen aufpassen, ne? Wer mit In-Ears klarkommt, der kommt bei den Pros halt Noise Cancelling, was echt, echt, echt schön ist. So, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!